Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und auch irgendwo ist hier die Mathilde. Hallo. So, Mathilde, was wollen wir denn Schönes machen? Ich dachte, das verrätst du mir. Ja, ich hätte Bock mal in die Höhlen zu gehen. Wir haben ja auch gleich eine um die Ecke hier, da wo wir das ganze Holz hacken. Da könnten wir ja mal reingehen und gucken, was da so ist. Vielleicht finden wir was Tolles. Das Problem ist, die Höhlen können ja entweder ganz klein sein oder ganz groß. Das heißt, ich würde doch eher noch ein bisschen Fleisch mitnehmen wollen. Und wir haben noch kaum was da. Darum würde ich erstmal sagen, gehen wir jagen. Hm. Oder schwebt dir was anderes vor? Nö, nö. Dann lass uns mal Fleisch besorgen. Oder Fisch. Fleisch, Fisch, irgendwas zu essen. Irgendwas. Ich gehe an den Strand und gucke mal, ob da wieder ein paar Schildkröten rankommen. Okay. Dann gehe ich. Oh, da ist noch Dings. Ah, ich habe mal schon was Dingst. Ah, ich dingse hier auch irgendwie gerade in einer Tour, ne? Hier war irgendwo ein netter Fischteich. Und ich habe noch mal geguckt. Es gibt immer noch keinen Release-Termin zu dem zweiten Teil. Oh, ärgert mich. Hier wächst ganz viel Aloe Vera. Oh, das ist gut. Ach ja, und irgendwer hat in den Kommentaren geschrieben, wir sollten mal ein SOS-Zeichen vielleicht am Strand machen. Wenn ein Flugzeug kommt, dann... Retten die uns? Nee, aber die Kisten erneuern sich wohl, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mm. Achso, ich muss ja einfach... Hahaha. Ja. Ich finde das mit den Viechern ganz schön praktisch, wenn man weiß, dass die einfach hier ans Land schwimmen, sobald man hier steht. Mhm. Kommt, Fischi, Fischi, Fischi. Da sind Fischi, Fischi, Fischis. Genau, ich glaube, mehr als 4 kriege ich auch gar nicht mit. Wir testen was nochmal. Du kannst nicht. Oh, der sieht aus wie ein Palettendoktor. Ich glaube, ich habe eine Dori gefangen. Aber es ist mir neu, dass das Süßwasserfische sind. Scheiße, ey. Man kann nur 4 Fleisch mitnehmen. So, warte, soll ich sonst zu dir kommen und ja, hier am Strand helfen? Strand, am Strand liegt nur einer. Na, warte, ich komme. Ein paar Fischis habe ich auch schon gefangen. Krieg ich noch einen Schildkrattenpanzer mit? Ja. Dann baut man sich noch so einen dritten oder vierten Wasserbehälter. Oh, ich bin schon fast bei dir. Ups, den Kopf habe ich leider jetzt ins Wasser getreten. Hm. Aber den brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nur das Fleisch. Ist nur ein Stück, aber... Kommen hier noch mehr? Wenn du da ein bisschen wartest... Oh ja, ich sehe da eine. Na komm mal her. Komm her, Spätzchen. Hab keine Angst. Das Problem mit dem Trocknen ist... Oder... Ah. Ich weiß nicht, wie lange das hält, wenn man das einfach brät. Da muss man es wahrscheinlich gleich essen, oder? Hm. Ich glaube, kann sein. Keine Ahnung. Und die haben uns ja hier so eine Stange kaputt gemacht. Ach nee, wir haben ja, dann auf unserer Hütte haben wir noch was. Schildkrötenpanzer nehme ich auch nochmal mit, ne? Jo. Hier liegen ja ganz viele Schildkrötenpanzer von dir, Heinrich. Ja, ich, bin voll. Ja, ich habe auch schon einen genommen. Weil da noch 2 im Wasser liegen. Jetzt habe ich das Problem, dass... Ich habe 2 getrockneten Fisch, Großfleisch und getrocknetes Packen. Kannst du mal gucken, ob der rechte Fleischbrocken sieht auch schon gut aus und der Fisch, weiß nicht, ob der schon durch ist. Und dann kannst du den mitnehmen, dann haben wir eigentlich genug zu essen. Hm.
Und wir haben ja noch unsere Energieriegel, das sollte passen, da brauchen wir jetzt nicht mehr jagen. Okay, warte, ich häng noch einmal einen Fisch auf. Ich will auch auf jeden Fall noch mal etwas Wasser trinken. Mach das. Ich werde noch mal irgendwie aus unseren Knochen was bauen. Ich bin leider, als ich das Spiel gestartet habe, gleich ein, zwei Mal ins Feuer gelaufen. Da ist doch glatt meine Rüstung kaputt gegangen. Und ich. Achso. Ich sammle noch ein paar Stöcker, dann können wir mich vielleicht. Was brauchen wir überhaupt für ein Lagerfeuer? Zur Not vielleicht ein Lagerfeuer nämlich unten bauen können. In der Höhle. Okay. Laub und. Nee, da. Ah, Stöcker brauche ich. 5 Steine habe ich. Damit nochmal ein, zwei Stöckchen. Also habe ich das meistens früher gemacht. Also wie gesagt, es gab große Höhlen und es gab eher kleine. Ach, der erste Kannibale heute. Ist aber weggerannt. Der wollte nichts mit uns zu tun haben. So ein Feigling. So, ich warte jetzt gerade noch, bis mein Wasser fertig wird. Ja, ja, mach mal. Da sonst immer so viele Stöckchen. Dann hack ich nochmal ein, zwei. Weißt du, wo hier die nächste Hütte ist? Ja, ja. Okay. Also ich glaube, es ist zwar ein Ausgang, aber dann gehen wir die Geschichte halt rückwärts. Okay, also ich wäre soweit. Also wenn wir sterben, dann kommen wir ja quasi zur Anfängerhöhle. Aber ich glaube, ich habe gerade ein Alur-Dings gepflanzt. Cool. Dann lass uns mal los. Hier geradezu geht auf jeden Fall ein Seil runter. Okay. Ah, okay. Ja, so sehen meistens halt die Ausgänge aus. War ein Feuer nochmal anmachen, ey, ne? Oder? Können wir uns eigentlich die Seile nach oben folgen? Ich glaube ja. Unangenehm. Boah, ich muss mal kurz pausieren. Eine Ausdauer. Oh, du kannst ja durch mich durchklettern. Echt? Das ist ja lustig. Weil wenn ich unten ankomme, will ich, falls unten schon einer wartet, nicht komplett ohne Ausdauer da stehen. Rechts liegt schon irgendwas. So, da kommt man gar nicht hin. Das war dann so ein Bergsteiger. Okay, es geht ganz tief runter. Und irgendwas klingt hier nicht sehr nett. Ach, das sind diese kleinen Harakiri-Babys. Oh, nein, 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 nein. Nach oben? Ja, lass mal nach oben. Das ist so ein Hektiker. Ich weiß nicht, wie gut der war. Dann war das eine schlechte Idee hier. Das ist dann, glaube ich, schon der Endpost der Höhle. Okay, warte, ich muss kurz pausen. Also ich weiß nicht, wie gut der war. Der war auf jeden Fall schnell. Das heißt, wenn wir so... Es ist so ein 4 auf 4 Bein und dann gibt es da noch 4-5 Babys. Okay. Da ich jetzt schon lange nicht mehr gegen ihn gekämpft habe, weiß ich nicht, wie schnell er war. Vielleicht mit Brandpfeile oder mit Molly, aber ich... Ah, das würde ich dann lieber mal aus der Distanz machen. Schade, dann weiß ich nicht, wo die nächste Höhle ist, wo man mal reinschlüpfen kann. Wir können ja mal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir noch eine. Das können wir machen. Machen wir heute mal einen kleinen Wandertag. Genau. Haus ist ja markiert. Gott sei Dank. Wir sind ja da lang gelaufen, dann laufen wir einfach mal hier weiter in diese Richtung. Das Wandern ist des Heinrichs Lust, das Wandern ist des Heinrichs Lust, das Wandern. Gibt's hier eigentlich Friendly Fire?
glaube, ja. Das war jetzt keine Aufforderung. Hm? Was denn? Keine Ahnung. Bin ich gepiekst? Nein. Du hast mich verwundet. Okay, es gibt Friendly Fire offensichtlich. Ja. Hier vorne war, glaube ich, noch ein Eingang. Oder Ausgang. Warum waren denn die ganzen Markierungen? Das könnte sein. Hier war doch irgendwo ein Schlitzi-Schlitz. Nee, hier nicht. Hier ist nur dunkel. Auch nicht. Also es gibt irgendwo so eine Felsspalte, wo man so rein kann, aber ich dachte, das wäre hier. Aber du hast auch nichts gesehen, ne? Nee. Wenn man dran vorbeigeht, müssten quasi Fledermäuse, sowas früher, einfach rauskommen. Tja, hier ist es anscheinend nicht. Gut. Ich dachte, weil die Markierungen waren. Wäre ja auch irgendwie naheliegend, ne? Jo. Ach, das ist ne. Oh, hier sind auch wieder mehrere Markierungen. Ja, vielleicht ist hier auch ein Dorf. Ja, ein paar Tücher könnte ich auch gebrauchen wieder. Ich habe ein Bein gesammelt. Ja, kannst, wenn man später ein bisschen Mischugge wird, dann kann man auch so, auch Totems basteln. Ich glaube, solange du normal im Kopf bist, geht das nicht. Okay. Ich nehme mal ein paar Schädel mit, die können wir für Dekozeug brauchen. Oh, ich kann keine Schädel mehr mitnehmen. Ah, vor uns ist ein Dorf. Aber ich glaube, das ist eins von dem... Oh, war. Es könnte sein, dass es das mit den Dings ist, mit den Tennisleuten. Ah, da ist aber auch ein Eingang zu einer Höhle, glaube ich. Ja, sieht so aus. Mal gucken wir uns das Lager mal an. Ja, hier sind Tennisleute und Koffer. Und da hinten sind 4, 5 Kannibalchen. Ich gehe mal... Oh, einer kommt aus dem Lager raus. Wollen wir mal jetzt einfach zur Höhle schleichen? Ja, ich wurde auf jeden Fall gesehen irgendwie. Ja, ich auch irgendwie. Ich habe ein volles Auge. Oh! Hier ist eine Höhle. Kann man einfach mal reingehen und gucken. Was willst du machen, während die Kannibalen uns jagen? Ich weiß nicht, ob sie runterkommen. Also ich komme jetzt gerade zumindest nicht mehr zur Höhle hin. Und er schaut die Höhle an. Also ich höre ihn. Ja, er wartet da quasi auf dich. Er holt Hilfe. Nimm mal die Pfeile von ihm. Er hat bestimmt Hilfe geholt. Lass mal schnell reingehen da. Ich warte kurz. Alles okay da oben? Ja, hab noch einen zweiten gekillt. Was waren auf jeden Fall mehr? Da war so ein kleines Rudel. Okay. Also es ist eine Tropfsteinhöhle irgendwie hier. Ja. Also ich gucke immer ein bisschen nach unten beim Klettern, ob da schon irgendwer rumläuft. Nee, hier hängt nur eine I love irgendwas. Okay, ich bin schon unten. Scheiße. Achso, und ich habe einen Passagier gefunden. Weil ich nur eine Liste habe. Okay. Ach stimmt, ich glaube, wenn man den schlägt, kriegt man Geld, ne? Oder fällt Geld runter. Oder auch nicht. Mami. Ja, das ist die andere Seite vom Spiel.
Da oben sind Koffer. Das ist sowas von in deiner Nähe, das kannst du mir aber glauben. Hier, Mollys. Brauchst du Mollys? Ja, man kann daraus Mollys machen, sag ich mal. Ups. Alter. Steinschlag, ey. Ich kann nicht mehr Alkohol tragen. Kannst du vielleicht noch Mollys machen? Stimmt. Stopp. Dafür brauche ich uns Alkohol. Weil du kannst maximal auch nur 5 irgendwie nehmen oder so. Nein, nicht anmachen, um Gottes Willen. Mal Rucksack. Nein, nicht ausrüsten. Ich rüste mich damit mal aus. Und pack's auf die 3. Kann ich noch einen machen? Oh ja, man kann schon einige machen. Ja, ich habe jetzt auch schon mehrere gemacht. Dann lasse ich dir die beiden Flaschen nochmal da. Also runter kommen die wohl nicht, weil die hatten nicht mehr eigentlich wissen, wo wir sind oben. So, okay, ich habe meine Mollys auf der 2. Ah, hier liegt eine Map auf dem Boden. Oh! Hast du die auch gekriegt? Ja. Und rechts ist ein Kompass. Und jetzt wird wohl, glaube ich, eingezeichnet, wo wir denn sind. Dann ist noch ein Zettel. Eine Spur zu Tommy. Der Timmy, ich weiß nicht, wie mein Sohn hieß. Das weiß ich auch nicht. Ach ja, das sind hier die, das sind nette Leute, die sammeln immer alles. Oh, Finger. Ich dachte das allererste Mal, als ich sowas gesehen habe, was wie ein Penis, aber es war ein Finger. Das sind Finger, meine ich. Hm. Oh, es geht noch weiter. Es geht noch tiefer. Na toll. Da muss ich mir erstmal gleich was zu essen gönnen. Ja. Mmh, schön lecker Blut hier. Ich sehe gerade, wir hätten mal eine Trinkflasche machen können. Das geht bestimmt auch irgendwie. Ich habe auf jeden Fall noch 9 Soda. Ja, ich habe nur 3. 3 Dosen Cola oder so. Oh, es geht noch. Geht immer noch. Also die können hier auch unten schlafen, ne? Das heißt, du kannst die Viecher auch im, die Kannibalen im, beim Schlafen erwischen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was da oben an der Decke hängt. Sind das Fledermäuse? Ja, Fledermäuse. Okay. Ich finde dieses Lachen höchst unsympathisch, möchte ich an der Stelle sagen. Warum schmeißt du deinen Speer weg? Ich schmeiß meinen Speer auch nicht weg. Ich habe jetzt einen Molly genommen. So, das klang gerade so. Ich will mal gucken, wenn ich an den Brand stecke, wie toll das ist. Weil hier sind jetzt auf jeden Fall Feinde und da eine pennt und dann kann ich die mal anschauen. Oh ja, sehe ich. Anzünden, oder? Ups. Das mal anmachen sollen? Auf jeden Fall hast du ihn getötet anscheinend. Ah, ich weiß nicht. Ich geh nochmal nur auf Nummer sicher. Ich hab schon ewig keine Mollys mehr geworfen. Auf jeden Fall ist das ekelhafte Lachen jetzt vorbei. Ob der eine jetzt. Ob der andere Molly noch heile ist? Es sah sehr zerbrochen aus. Scheiße.
gucken, ob die Knochen zerfallen und Knochen gleich mitnehmen. Dauert mir jetzt mal gucken. Noch eine Decke. Mach mal. Boah, alleine, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, so alleine hier. Wenn du Lust hast, können wir die VR-Brille holen und dann kannst du es im VR alleine spielen. Nee. Ich hab's damals mal angefangen, aber alleine dachte ich mir dann, ich hab's ja erst durchgespielt gehabt und dann nochmal mit VR getestet. Hast du so Holzverschläge hier, kannst du auch. Hab ich mir schon fast gedacht, als du es gemacht hast. Manchmal ist da was hinter, was Tolles. Eine Waffe oder ein Bild. Hier ist sogar ein Bild vom Boot. Wie ich das aufheben könnte. Kann ich irgendwie nicht. Seil. Noch ein Bild. Hier, nimm nur Seil. Ein Seil. Traurig. Dachte jetzt hier voll der geile Shit. Ich hatte irgendwann mal wieder Resident Evil gespielt und hatte dabei Schiss. Ich bin so ein Weichei geworden mittlerweile. Ah. Bei Jumpscares, die kriegen mich ja auch ab und an, aber ich kenn's ja auch, das Spiel, mein Gott. Boah, Katze. Ich finde das auch richtig stimmig mit diesen toten Kopfkerzen. Was denn? Die Katze schlünscht mir hier gerade wieder unter. Weil, falls ich weg bin, liegt es daran, dass die Katze auf der Tastatur rumspringt. Das ist jetzt nicht gut, falls dann gleich noch mehr kommt. Ich höre schon wieder ein Lachen. Ja, rechts irgendwie, ne? Rechts am Wasser sieht man sie so ein bisschen. Ja. Zwei, drei Leute. Okay. Hier links geht's aber auch weiter. Hier einfach mal links. Ja, ich folge dir, du. Das kannst du mir aber so was von glauben. Ah, hier ist ein Ausgang. Den nutzen wir mal, damit wir vielleicht bei der Karte wissen, wo der Eingang ist oder so. Geh einfach mal raus. Ich auch. Achtung, es kommen Fledermäuse zwischendurch. Okay, war doch kein Ausgang, es geht weiter. Kommt die Katze zu mir? Ich glaube, wir haben eine große Höhle erwischt. Oh, Katze. Der Teufel von der Katze. Toll. Das ist mein Mikro. Oh, ich sehe nur die Hälfte, Katze. Also, ich beschreibe mal ganz kurz, was ich sehe. Die Katze sitzt genau auf Heinrichs Bauch. Oh, jetzt plüscht sie sich hin. Gut, solange sie auf keinen Knopf kommt. Ja, sie hat den Arsch direkt vor der Tastatur. Heinrich, du bist so weit vorne, warte auf mich. Mathilde hat uns. Hm. Aha, Beine. Und ganz viele Leichen. Und ein Seil. Oh. Ich glaube, ich gehe hier mal hoch. Kommt sie hoch? Ich habe so eine gewisse Befürchtung. Dass wir schon beim Endboss sind? Nee, beim Endboss sind wir nicht, aber es gibt hier wahrscheinlich gleich einen etwas größeren Gegner. Ich meine mit Endboss den Endboss der Höhle. Entweder kommen wir gleich zu Babys oder Größeres, was Babys macht. Kannst du ja mal kurz da oben bleiben und schon mal den Bogen gezückt halten. Warte. Nein. Ja, hab ihn. Hier kriecht ja irgendwo was rum. Ah, da hinten ist genau so ein Vieh, was ich meine. Ich lock's mal an. Wenn ich es gleich nochmal sehe.
vollkommen auf deinen Stein gesprungen. Ich hoffe, da kommt da nicht hoch. Ach so, sonst hätte ich gedacht, ich weiß nicht, wie weit er weg ist, sonst hätte ich gesagt, wirf Molly. Oh ja, ich sehe ihn. Ah, Licht ist aus! Er kommt hoch! Stich mal zu. Und renn. Bin ich in die dümmste Richtung überhaupt? Ah! Wo ist er? Ah! Ich bin rechts! Ah! Ich bin auch rechts! Tot. Ah! Hilfe, ich bin fast tot! Ja, ich auch! Ich schrei doch nicht rum! Wo ist das Vieh? Direkt vor deiner Nase! Ah, ich bin tot! Scheiße. Licht. Ah, fuck. War ich noch Zeit, dich zu retten, oder bist du komplett tot? Ich müsste schon neu starten. Jetzt geht die Katze wieder zu Mathilde. Scheiße, hier sieht man ja echt nichts. Ja, das ist... Ach, scheiße, ich muss das erst anzünden. Richtig, das ist das Problem an dem Scheißzeug. Ich glaube, da brauchen wir Brandpfeile für das Vieh. Und das ist genau das Vieh, was wir vorhin hätten, wo wir sofort unten gewesen wären. Kann aber sein, dass nach zwei Mollys das Ding tot ist. Ja, sieht gut aus. So, den muss ich jetzt, glaube ich, wegwerfen, so. Ich glaube, du hast den Molly direkt auf mich geworfen. Mein Totenkopf verschwindet langsam. Versuch mal, mich zu retten. Achtung, ist ein Baby, das ist töten. Es geht, wunderbar. Sag bloß, das Vieh tötet mich gleich, weil ich bugge hier gerade. Ich muss mal ganz kurz mich reorganisieren. Hier, habe ich noch Arznei. Heil mich. Und dann mal kurz was essen. Ja, ich habe gerade auch einmal Medikamente genommen. Ja, mit dem wollte ich eigentlich immer sparsam sein. Ich habe gerade hier von dem Mutanten noch Mutantenrüstung bekommen. Vielleicht kriegst du da auch noch was. Ja. Also Mutantenrüstung gesammelt, dann brauchst du auch, glaube ich, Knochen und dann, ja. Das ist genau das Ding, das hat uns vorhin richtig derbe gefickt. Okay. Kommst du von Seil runter und dann kommt gleich so ein Arsch. Kann aber sein, dass da noch irgendeiner rumfliegt. Und wie gesagt, das Vieh schmeißt immer diese kleinen Babys ja, rum. Ja, da ist noch so eins. Eigentlich voll makaber mit den Babys, ne? Ja. Ah, da hinten sind gleich 3, 4 Stück, wo es... Oh ja. Ne, sind Beine. Nee, das sind Viecher. Oh. Alter! Alter! Heinrich, bist du... Das Ding hat mich irgendwie komplett gefickt. Alter! Ja, das waren zwei, das waren zwei. Haben die mich zeitgleich angegriffen? Ja. Scheiße. Dann muss ich meine letzte Arznei nehmen, das ist doch kacke. Ich hätte sonst noch 4. Ja, man kann mit Essen hochheilen, aber hier unten... Weiß ich nicht, dauert mir das zu lange. Oh, jetzt habe ich das Funkgerät angemacht mit Kuh. Ja, jetzt höre ich dich auch doppelt. Ich hab's ja wieder ausgemacht. Oder? Ja. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Auch hier von dem PC, ne? Oder nee, warte mal. Nee, hier war das Seil beim PC, glaube ich, oder? Nee, den PC habe ich kaputt geschlagen. Oh, hier ist was zu trinken, Heinrich. Oh, dann nehme ich 1, 2, du 1, 2. Nee, ich habe 4 genommen. Cool.
Hier teilte man sich doch alles so komplett, also wurde doppelt angezeigt. Okay, hier wird es theoretisch noch weiter nach oben gehen. Warte mal, lass uns mal diesen großen Raum nochmal durchsuchen. Ja, wir sind jetzt nämlich auf der anderen Seite des Raums angekommen tatsächlich. Ah, hier ist auch ein Seil. Ich wette mit dir, das ist genau das Seil, wo wir quasi... Ja. Ich glaube, von da sind wir gekommen, genau. Ja, hier sind noch ganz viele Steine. Hier ist noch eine Leiterplatte. Noch eine? Eine habe ich. So, für mich habe ich aufgesammelt, für dich liegt sie noch da. Ah. So, genau, und hier würden wir wieder hochgehen. Ja, also entweder. Also von wo, da wo wir kommen. Entweder ging es hier hinten weiter oder Leiter hoch, ne? Genau, wieder hoch und dann da um die Ecke. Aber ich will mal kurz hier noch den Gang weitergehen hier. Ja, ich folge dir. Aha, irgendwas haben wir jetzt To-Do-Liste eingeräumt. Okay, Bänke. Da hinten ist ein Licht. Noch ein Ausgang. Oh, Koffer. Oh, ich kann nicht mehr Leiterplatten nehmen. Oh, hier war Medizin schon mal. Ah, die teilen wir uns nicht hier, die Kisten. Nee? Nee. Dann nimm du mal die Medizin, die da liegt. Da oben liegt auch noch Medizin. Leiterplatte. Ah, da ganz oben ist noch eine Kettensäge. Ganz hinten ist eine Kettensäge. Und Kassette und ein Kanister Treibstoff. Die Kassetten, du kannst irgendwie, wenn du im Menü bist, kannst du hier deinen Walkman oder auswählen. Ich kann nicht mehr Medizin tragen. Hier liegt noch Medizin. Warte. Ich wollte dir gerade was erzählen, aber auch okay. Entschuldigung. Wo liegt denn mal? Ich sehe die nicht. Ja, warte, dann kann ich dir vielleicht Medizin geben. Kannst du die rausspucken? Nein, komm mal her. Bitte schön. Oh. Cool. So. Du findest im Spiel unterschiedliche Kassetten. Das ist einfach Musik. Und wenn du das auswählst quasi, in eine Kassette reinpackst, dann hörst du quasi für 2 Minuten Musik. Okay. Das ist, wenn man so allein ist, ein Holzfeld, ganz lustig eigentlich. Mhm. Jo. Ah, warte auf mich. Wollen wir gleich weiter, ja, warte, oder? Ich muss was essen. Ich hätte mir mehr Fleisch, glaube ich, mitnehmen sollen. Na, ich muss auch schon wieder futtern, ey. Ja, ich habe leider nur noch Schokoriegel. Ich habe noch 2 Stück Fleisch. Aber ich glaube, das Vieh wird dann spawnt dann irgendwann wieder. Also ich wollte gerne nochmal die andere Seite lang gehen, wo die 3 Kannibalen waren. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, die sind auf jeden Fall einfacher zu besiegen als das Vieh. Hm, ja. Ah, nee, geht immer vor. Das Problem ist nur, im Bogen siehst du nicht so viel. Ja, vor allem, wenn man das Licht dann wegmacht. Ja, du findest, glaube ich, später irgendwo eine Taschenlampe. Die Taschenlampe kannst du, glaube ich, mit einem Bogen kombinieren. Hm. Wenn es das richtige Spiel war. Ich meine, so eine Stirnlampe wäre ja auch schon mal was, ne? Ja, ich glaube, die gab's nicht. Das wäre zu geil. Ich meine, das Feuerzeug bringt ja auch die gewisse Stimmung, ne? Ja. Und was ich schade fand, die Leute wollen wohl, das ist halt, dass die in Teil 2 das Spiel irgendwie heller machen. Okay. Weil es ist viel zu dunkel. Und ich finde gerade, das ist ja gerade das Tolle bei diesem Spiel,
dass es halt wirklich scheiße dunkel ist ohne Licht. Und das macht es auch irgendwie spannend. So, irgendwo sind da zwei, drei Kannibalen. Ja, ich sehe sie. Warte. Ich möchte sie jetzt aber nicht mit dem... Ich könnte einen Molly hinwerfen, wenn ich sie genau sehen würde. Ha! Hast du einen erwischt? Ja. Oh, cool. Dann schlafen die wohl, ja? Dann hast du sie beim Schlafen ausgenockt. Ist ja geil. Hey, darum war das mit der Flasche, hat das mit der Flasche vorhin funktioniert. Aber trotzdem, wer weiß, wie, was wie noch so ist. Ja, du kannst ja Pfeile einsammeln, hast du gut gemacht. Zwei liegen hier. Da war noch zwei Stoff. Oh, hier geht's noch tiefer. War hier sonst noch was? Hier ein Bergarbeiterhelm, den kann ich nicht einsammeln. Schade. Hier ist ganz viel Stoff, Heinrich. Ich sehe keinen Stoff. Oh, ich sehe Stoff. Diese Holzkisten, die kannst du aufmachen und da ist Stoff drin. Stimmt. Ich kannte nur noch die großen. Hier sind ja überall welche. Ich glaube, wegen solchen Kisten bin ich, glaube ich, mal an Dynamit gekommen. Ah, hier hinten geht's ja noch. Oh, hier sind die Arme. Ich muss was trinken. Oh, hier geht's wieder nach rechts und links. Ich komme mal wieder zurück zu dir. Ich bin schon bei dir. Also einmal ging's da weiter runter. Und dann haben wir hier wieder zwei Wege. Rechts und links. Und geradeaus. Geh mal kurz rechts. Siehst du, übersiehst den ganzen Stoff? Ich übersehe den ganzen Stoff, ja. Ist richtig. Ich hab's nicht so mit Stoff. Ja, ich weiß, ich bin diejenige von uns, die näht. Du bist der Bastler, ich bin die Handarbeiterin. Oh, hier ist Schokolade. Oh, unbedingt, unbedingt. Und irgendein... Ach ja, eine Actionfigur. Es gibt hier in dem Spiel eine Actionfigur. Wie viel hast du eingesammelt? Ich habe jetzt wieder vier, also zwei. Okay. Hey, hier geht's wieder nach rechts lang? Aber hier geht's noch weiter runter. Das ist voll das Labyrinth. Ja. Ganz ehrlich, ich bin hier gerade auch nur unterwegs, weil ich das Katana wieder haben will. Hm. Irgendwo gibt's eine verfickte Werkbank. Hm. Was ist? Ich sehe da hinten Licht. Warte, ich sehe da einen, ich versuche den mal wieder abzuknallen, ne? Jo, mach mal. Der steht da so schön. Ich glaube, du hast dich getroffen. Nee. Nee, ich habe den Eindruck, der ist zu weit weg, den treffe ich nicht. Ah, jetzt habe ich ihn. Okay. Jetzt habe ich da auch nochmal nach Fall hingeschossen, scheiße. Aber es muss ja noch mehr rumflattern. Ja, man hört es noch atmen. Schnarchen. Oder so. Ich glaube hier vorne. Nee, es ist der Tote. Wo ist denn der andere? Ich suche den schnarchenden Typen. Ach da. Ich hab deinen Namen nämlich nicht mehr auf meiner Übersicht gerade gehabt. Wo ist der?
hätte gerne meine Pfeile wieder. Ich habe noch einen wieder bekommen. Ah, scheiße, ich glaube, hier muss man tauchen. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht weit genug. Nee. Da gibt's extra Taucherflaschen und so ein Scheiß. Okay. Dann können wir hier wieder, können wir hier aus diesem Teil rausgehen. Wo geht's denn hier hoch? Ach, hier geht's auch in der Mitte irgendwie runter. Okay. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal in diese Höhle. Ja, bestimmt. Also es kommt darauf an, was unser Ziel ist. Wir wollten ja einfach nur ein bisschen bauen. Ja, ja, aber so ab und zu mal was anderes zwischendurch machen ist ja auch ganz nett, ne? Jo. Brauchst du neue Klamotten? Eigentlich nicht, aber ich mach mal. Falls ich doch noch irgendwie Blut an mir dran hatte. Ah, hier ist wieder Alkohol. Hast du? Ja. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Oh, hier ist noch überall Alkohol. Ich bin gerade voll mit Alkohol. Warte mal, ich muss mal wieder ein bisschen basteln. Ich kann nicht mehr Alkohol tragen. Ach ja, stimmt, wir können basteln. Ja, bei dem einen Ding hast du ja gesehen, da ist der Molly ja echt das Zaubermittel. Okay, ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr keine Mollys mehr machen. Nee, bin trotzdem voll. Ich auch, ich hab jetzt eine ganz gute Ladung Mollys. Gut, also dann wieder zurück. Ich komme. Ah, hier ist noch ein Bild, glaube ich, oder so. Das können wir uns dann aufhängen. Hat unser Sohn gemalt. Dein Sohn. Ah ja, mein Sohn. Ich bin nur irgendein Mitfliegender, der dich hier gefunden hat. Hätten wir nebeneinander gesessen, hätte ich gesagt, gut, das ist unser Sohn, aber... Ah, hier ist zum Beispiel, glaube ich... Nee, ist eine Sprühflasche, Mist. Ja, also hätten wir nebeneinander gesessen im Flugzeug, hätte ich gesagt, okay, ja, das ist unser Sohn. Aber ich saß ja in einer komplett anderen Reihe. Ich meine, ja, das kann passieren, wenn man fliegt, dass nicht die ganze Familie zusammensitzt, das weiß ich wohl auch. Hm, dann gehen wir wieder hier raus aus diesen... Oh, oh. Ach, da waren sie! Ja, also früher alleine habe ich dann hier mein Lagerfeuer aufgebaut und mir gleich Rüstung gemacht. Hm. Aber das können wir uns hier sparen. Ja. Ich will nach Hause. Ich will mein Katana. Ja, und ich will vor allem ein bisschen mehr zu essen das nächste Mal mitnehmen. Ja, kann ja keiner ahnen, dass es hier gleich so eine große ist. Aber wir können von mir aus jetzt irgendeinen Ausgang nehmen. Gerne. Haben wir von links oder von rechts? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal links rum. Was denn? War ja gerade irgendwie so ein ganz fieses Geräusch. Ach, Schledermaus. Die hat mich halt erschreckt. Ja, ich habe mich auch ganz leicht erschrocken, als der Soundeffekt bei mir endlich kam. Könnte schon ein Ausgang sein hier. Oder nö. Immer wenn ich denke, es ist ein Ausgang, ist es keiner. Ich habe das Gefühl, geht's auch gerade wieder nach links und rechts. Dann gehen wir nach rechts. Ich
habe hier überhaupt keine Orientierung mehr. Ah, hier waren wir. Hier ist der Verschlag, der offen ist. Und da ging es, glaube ich, runter. Warte mal ganz kurz. Lass mal hier rechts hoch. Warte mal hier. Oder bin ich gerade durcheinander? Hier ging es doch irgendwo rechts lang. Achso, hier ist einfach nur Wasser. Verdammt. Ne, hier geht's weiter. Irgendwo geht's hier hin und... Ich meine, hier sind wir aber nicht lang. Oder? Wo aber es geht her? Noch weiter nach oben, von daher. Da ist ein Seil. Oh, na dann. Aber nur ein kleines. Na, es waren noch auch zwei Seile, die wir hatten. Und eins war so ein ganz kurzes. Ich bin trotzdem vorsichtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass du unseren Ausgang gefunden hast, lieber Heinrich. Also wir sind noch nicht ganz zurück. Wohl doch, hier ist der Kompass wieder. Habe ich den nicht aufgehoben? Also ich konnte ihn nicht mehr aufheben. Okay, hier ist noch... Warte, hier ist da der eine, da ist der andere. Ja, hier ist das Seil nach oben. Ach, da war's. Ja, haben wir doch zurückgefunden. Und es war genau richtig, dass wir nicht das andere Seil runtergegangen sind. Oh, dran denken, hier oben könnten Kannibalen auf uns warten. Ja, und dann... Und das tun sie auch. Wie viele? Drei. Oh, danke. Aua. Hey, Mr. CD. Wow, Vorsicht! Hey. Vorsicht, du brennst, Heinrich. Ach, ich brenne auch. Ich kann mich aber nicht löschen. Aua. Warte mal, jetzt sind die tot sind, können wir uns noch kurz das Lager angucken. Ja, ich glaube, der Feuerwerfer ist noch da. Stimmt, einer muss ja Feuer geworfen haben. Wo bist du? Erstmal ruhig kein Lager. Da ist er. Aua! Hab ihn. Ah, ich habe irgendeinen Passagier gefunden. Du brennst. Jetzt nicht mehr. Aua. Ja, dann haben wir auch hier auch das Lager gleich aufgeräumt. Ja, und ich bin fast tot. Oh, oh, hier ist noch einer. Ja, das ist ein Sergeant. Also ich sage mal, das ist ein größerer, stärkerer. Ich komme. Weil der hat eine Taschenlampe. Die haben mich früher mal so fertig gemacht. Oh. Oh, jetzt habe ich mein Speer weggeworfen. Dann lauf wir ihn schnell suchen. Wird er mir angezeigt? Ach ja, hier hängen ja so viele nette Stoffdinger rum. Scheiße, der kann ja überall sein, der Speer. Ach, da ist er ja wieder. Boah. Hat mich auch gerade gefickt, der Typ. Sag ich doch, die darfst du nicht unterschätzen. Oh, hier gibt's ganz viele Drinks. Cola für alle. Oh, ich kann nicht mehr ertragen. So, jetzt muss ich mal ganz schnell looten, bevor die wiederkommen, ey. Ich glaube, hier hinten ist ein Kanister mit Benzin. Davon kann man auch nicht mehr so viele nehmen. Ich muss auf jeden Fall ganz dringend was essen. Hast du nicht noch Schoko oder so? Ja, habe ich. Aber ich würde es gerne nicht nutzen, wenn ich es nicht muss. Oh, scheiß Vieh. Oh, ganz viele Getränke. Oh, die arme Frau. Ah, nee, ist ein Kerl. Okay. Das ist nicht so schlimm. Wird mich sonst nämlich. Oh, in den Kisten ist noch mehr. Die sind Kisten, die man kaputt machen kann. Ja, ich kann aber leider keine Cola-Dinger mehr tragen. Ich auch nicht. Deswegen würde ich mich jetzt auf den Heimweg begeben. Muss ich nicht noch einen meiner wenigen Snacks aufbrauchen, weißt du? Kommst du? Ja. Warte.
Ah, Kiste mit Dynamit. Oh, warte, ich komme, ich komme, ich will auch Bum-Bum haben. Oh, Reh. Komm schnell, ist Kannibale hier. Oh. Los, komm, komm, ja, komm. Ja, ich komme doch schon. Ich kann nicht so schnell. Die darf mich nicht schlagen. Fuck. Wieder daneben geworfen. Mein Speer. Und da war ein Reh. Das hätte ich noch gerne. Nochmal nachpieksen. Ich habe kaum Energie. Ja, du, ich auch nicht. Ja, weil das war unsere erste... Oh nein, das ist hinter mir! Lass laufen! Mein Herz klopft! Wir werden gejagt! Der darf mich nicht berühren, sonst sterbe ich. Du, sehr viel mehr halte ich auch nicht aus. Ja gut, dann soll man Rücktritt an Rückzug. Oder willst du ihn? Okay, komm. Weil die Pfeile, die du jetzt geschossen hast, die wollen wir ja behalten, oder? Gerne. Okay, dann ist es deiner. Der hat eine Brille auf, geil. Nee, was ist das da? Irgendwelche Metall... coolen Sachen. Ich glaube Kreditkarten. Ich glaube, der hat sich da Kreditkarten oder so dran genäht. Geil. Gut, jetzt aber weg hier. Ich bin ja auch schon die ganze Zeit voll am Rumkeuchen, weil ich auch voll Kohldampf habe. Ja, das Problem, was ich habe, ist keine Energie. Keine Energie. Du hast genauso viel Energie wie ich. Das ist keine. Richtig. Also sind wir schon zu Hause, sind wir schon safe. Nächste Folge machen wir aber ganz entspanntes Bauen mal wieder, oder? Meinst du? Ich muss mich jetzt erstmal wieder erholen. Ja, wir brauchen ja Arznei. Ich habe überhaupt nichts mehr. Arzneimäßiges. Ah, man, vielleicht sollten wir auch mal irgendwas bauen, um Sachen aufzubewahren. Keine Ahnung. Ja. Gut, war eine interessante Folge. So ein Regal zum Beispiel, ne? Ja. Stimmt, ich kann ja noch einen aufbauen. Ja, wir machen jetzt erstmal, beenden die Folge und dann nächstes Mal bauen wir. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Und, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Bleibt gesund. Tschüss.